Hey Leute und willkommen zurück beim neuen Part NFS World und heute mal wieder ein neues Auto. Ist ja in letzter Zeit was ganz Seltenes. Aber naja, so kriegt man auch Fortschritt. Und zwar hatten wir zwar ein ähnliches Auto schon mal. Allerdings ist mir dafür ein cooles Design eingefallen. Zum einen ist es ein ziemlich cooles Auto. Und zwar ein Nissan Nismo R34 GTR Z-Tune. Das mit dem Z-Tune muss ja, ja gut. Nismo ist ja sozusagen das Tuning-Teil von Nissan. Und der hat Leistung, der sieht übertrieben cool aus. Und ich weiß auch, wie ich ihn tunen will. Ja, will ich kaufen. Und von daher ist das, glaube ich, nicht so falsch, das mal zu machen. Und natürlich als erstes wieder hier Customization. Ja gut, Drag sollte es jetzt nicht werden. So, dann hier fetten Spoiler drauf. Ich weiß, ich benutze fast immer Q-Tech, aber entweder sehen die anderen so klein aus als Spoiler, also für so einen Wagen, oder? Ja, passt halt nicht. Kommt immer dort ein bisschen drauf an auch, aber passt halt nicht immer so gut, finde ich. Jetzt brauche ich halt nur noch Felgen, die richtig gut aussehen. Zahle ich auch gerne Geld für. Ja, komm. Das. Low Winkel Stufe 3. Ja, Stufe 3 ist da auch ein bisschen übertrieben. Sieht zwar auch gut aus, aber naja. Ich ja mal gucken will, ob es ein bestimmtes anderes Nummernschild gibt. Nein. Ich wollte gucken, ob es ein Falkennummernschild geht. Vielleicht weiß man jetzt auch schon, in welche Richtung das wieder gehen soll, aber naja. Dann nehme ich halt das, was ich sonst immer nehme. Wenn ich es finde. Da. Das andere am besten. Window Tint. Wieder Black. Und das Wasser erstmal. Mir ist eingefallen, ich muss bei dem Dings noch, bei dem Aston Martin noch Dings drunter machen. Neon. Kann ich bei dem schon machen, weil ich weiß, wie es aussehen soll. Und so teuer ist Neon ja jetzt auch nicht. Und jetzt Vinyl Shop. Wo war das jetzt? Das ist jetzt die einzige Frage, die ich mir stellen muss. Ah, das hier war's. So. Ich glaube, man sieht schon ziemlich gut, was das für ein Design ist. Würde jetzt noch gerne die Farben ein bisschen abändern. Und das vielleicht noch ein bisschen verschieben gleich. So. Ja, kann man so machen. Vielleicht ein bisschen weiter nach vorne. So. Dann passt das. Und dann noch von... Hier müsste das sein, bei GameStop. Das ist M, heißt weiter oben. D, E. Das ist schon wieder H, hier Falken.
So. Klar, das wird jetzt noch nicht das vollendete Design sein. Aber schon mal so halb. Muss gucken, wie ich dann hier die Zahl mache. Also die Startnummer. Aber naja. Wird schon. Klingt schon mal eigentlich ganz. Also klar, klingt jetzt nichts. Ich hätte gedacht, man hört ein bisschen mehr, ich sag mal, Power. Also man hört schon, dass der Wagen Leistung hat, aber klingt jetzt nicht so laut, wie ich gedacht habe, aber klingt auf jeden Fall nicht schlecht, so. Können wir auch direkt mal hier ein Rennen fahren. Ich werde das Design vom BMW M6 auch nicht mehr umändern jetzt. Weil ich finde das so eigentlich auch ganz schön, wie es ist. Eigentlich, als ich das gesehen habe, habe ich mir schon so gedacht, das originale Falkendesign ist halt schon schön. Das habe ich gesehen, als ich den Quattro getunt habe, glaube ich. Also die Stra den Game. Nee, stimmt gar nicht. Den Nissan GT-R. Bei dem war das. Habe ich ja offline getunt. Da habe ich gesehen, dass es das auch gibt. Ist halt gut, weil dann muss man sich nicht die Mühe machen. Und da die Streifen alle einzeln. Dann. Also er lässt sich sehr gut steuern, muss man sagen. Hier und da ein bisschen schwammig, klar. Aber alles in allem hat man doch recht gute Kontrolle. Er fühlt sich auch nicht langsam an. Wie zum Beispiel der beim Vantage, aber ich finde, die sind auch gut vergleichbar eigentlich. Also klar, nee, ich jetzt nicht. Aber sie sind ja in derselben Stufe, ja, in derselben Klasse besser gesagt. Und ich glaube, die Stufe ist auch nicht so unterschiedlich. Der hier lenkt sich halt deutlich direkter, fühlt sich schneller an und macht auch ein bisschen mehr Spaß zu fahren. Und sieht meiner Meinung nach auch etwas besser aus. Auch Serie. So, und dann fahren wir natürlich jetzt noch hier. Hätte ich vielleicht als erstes machen sollen. Er scheint auch nach Beschleunigen jetzt zwar nicht der stärkste zu sein, ist klar, aber auch nicht allzu schwach und von daher, das passt eigentlich. Nur er scheint halt wirklich extrem, extrem leicht zu sein. Also es geht im Spiel ja auch in gewisser Weise Gewicht. Zum Beispiel in Bentley kriegst du nicht weggeschoben. Aber zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, Maserati ist das, glaube ich. Den kannst du eigentlich ganz gut wegschieben. Ah gut, jetzt auch nicht so krass gut, aber wenn du zum Beispiel selber ein CCX mit halt dem Bonus hast oder so, dann lässt er sich halt besser wegschieben und zum Beispiel, wie gesagt, den Continental kriegst du einfach nicht weggeschoben. Und bei dem ist es so, der fühlt sich sehr leicht an.
Also der wird von alles weg, von allem wegstummen. Ich kann nicht reden. Von wirklich gefühlt allem wegstummen. Also, kann man sagen. Ich weiß gar nicht, wie viel hat der jetzt gekostet? 700.000, meine ich ungefähr. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ja, ungefähr 700.000. Wir haben ja noch 3,07 Millionen. Also, für das Geld lohnt der sich auf jeden Fall. Vielleicht gibt es noch ein paar funktionalere Wagen. Zum Beispiel den GTR Spec V. So. Aber an sich lohnt sich das Geld. Natürlich auch bei dem, klar, der hat jetzt nicht die endlosen Tuning-Möglichkeiten, was Bodykits und so angeht. Bei den Spoilern hat er die normale Wahl, also Auswahl. Aber naja, der lohnt sich auch dahingehend ganz gut. Also ich finde gerade bei solchen japanischen Tunern, steht ja schon, na, gehört ja dazu Tuner, kann man wirklich sehr viel rumschrauben. Vom Design auch. Also da passt echt alles gefühlt. Sollte schon die Feuerwehr ran. Okay. Hört man glaube ich nicht in der Aufnahme, aber naja. Ich finde, das Design reicht eigentlich schon so. Einfach dieses Kiesblaue und dann das Falken. Ja gut. Sollte man vielleicht ein bisschen mehr dran bauen, aber... So, dann natürlich noch in den Drag hier. Im Drag ist der Skyline ja eigentlich gar nicht schlecht. Oder generell Skyline. R34 und R35. Ja, der R35 ist der GTR, ich weiß, aber... Der GTR ist ja der Nachfolger vom Skyline. Und ja, der zieht im Drag ganz gut, das merkt man jetzt schon. Also auch dafür gut zu gebrauchen. Zum Beispiel auch wegen, dank dem Allrad. Hat der Z-Tune ein Allrad? Müsste eigentlich. Danke. 11.000 pro Engine. Ja, hat Allrad. So, dann machen wir jetzt hier noch das Rennen. Das bin ich schon das letzte Mal gefahren. So, heißt direkt rausquitten und das andere fahren. Quit Event. Nicht auf Exit Game, das ist... Passiert mir manchmal. Na, da wurde es mir doch angezeigt. Jetzt hier einmal rumfahren oder was? Ich guck noch einmal, wenn ich hier ein bisschen mehr Abstand habe. Okay, funktioniert wieder nicht. Ich bin auch. Wow. Statt so zu machen. Ich bin durch. Da fuck. Was ist das jetzt schon wieder?
What the? Also, na gut. Kann passieren. Junge. Vielleicht hätte ich ihn besser durch die Busstation fahren sollen. Hat mir ein bisschen Zeit erspart. Ah, wieder viel zu spät in die Kurve. Kann man froh sein, dass es in dem Spiel bei jedem Fahrzeug ABS gibt. So, kurzes Standbild war mal wieder. Ja, gut. Hier links irgendwas Schönes, wo man sich vorstellen kann. Natürlich wieder die schöne Telekom-Werbung. Wegen der Kooperation bei Carbon mit Telekom. Das war es nochmal bei Most Wanted, da gab es auch irgendwas. Bei Most Wanted war das. Das war keine Ahnung mehr. Ich überlege gerade, also es war glaube ich kein Messenger-Dienst. Aber ich weiß auch nicht, was sonst war. Na, ich stelle mich mal so hin. Ja gut, dann würde ich sagen, was ist das für das Video? Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin.